Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Crew Pixelmon, der Adventure Map. Hallo. Ja, letztes Mal sind wir gnadenlos am Rocket Boski Scheitert. Mhm. Aber so, wir hat den Gymleader gefunden. Korrekt. Der ist hier unten. Da oben ist auch noch was, ne? Oben links auf dem Berg sehe ich gerade auf meiner Map. Mhm. Können Vulkanen sein oder so. Oben links? Ja, ich weiß nicht, ob du da schon warst auf der Insel. Mhm. Das ist jetzt so ein komischer Kreis, schwarz, grau und in der Mitte ist Lava, so wie es aussieht. Nee, die Ecke da war ich wohl noch nicht. Ich sehe das nicht, was du meinst. Jedenfalls ist da der Gymleader, sieht man wieder an dieser geilen Textur. Mhm. Warum auch immer die so komisch aussehen. Ich würde das gerne mal probieren, auch wenn das bisschen 53 ist schon heftig, aber... Ja, probier ruhig. Tach! Hallo! Oh, da ist er. Und, oh ne, er schickt doch... Was schickt er denn jetzt als erstes in Kampf? Das wollte ich ja mal gar nicht. Lasho King? Holy shit. Ja. Aber das macht nichts, oder? Ich bekämpfe hier so einen Heinsel. Rockheimmann, ja. Natürlich ein perfektes Pokémon vorne. Den. Maui. Das aussieht. Dürfte Rockheimer nichts gegen machen. Rock. Weil Boden Unlicht gegen Pflanzefee. Das heißt, kann eigentlich den Weg-Giga saugen. Ach, gegen den habe ich vorhin gekämpft, glaube ich. Aiopterik. Ja, neutral effektiv. Holy shit, sieht das hier ab. Hä, hey, was ist das denn? Das ist Käfergestein, glaube ich. Ach du Kacke. Was war denn mal gut gegen Gestein? Wasser, ne? Ja. Aber Käfer? Probieren wir es mal mit Irokex. Ah, Kampf ist natürlich... Ja, doch. Dann machen wir erstmal Naturzorn. Zieht safe die Hälfte ab. Und jetzt sollte ein Gigasauger töten. Nee, tut's nicht. Schade. Aber der kann uns, glaube ich, nix. Nee. Der kann uns nix. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Ist das hier ein Gesteinstyp? Scheint so. Ja, Lasho King. Stimmt, Lasho King ist ja jetzt kein Stein. Alles gemischt irgendwie. Ja. Oh, der ist leichter als der komische Rocket-Rüpel bis jetzt. Oh nee. Drache. War Fee nicht gut gegen... Nee, was war gut gegen Drache alles? Doch, Fee. Fee und Eis. Nee, der ist doch Drache, oder? Der ist Drache Gestein, der Balgoras. Ja. Ich hab den ja auch, eigentlich soll ich das wissen. Weiß nicht, was er da gerade gemacht hat, aber er hat mich fast gekillt. Ipumentas. Nixa. Geil, Diebes Kuss ist eine coole Fertigkeit, ey. Ja. Rabigator? Was ist denn das für eins? Unlichtboden. Kampf ist effektiv. Ist Feder nicht auch effektiv gegen Unlicht? Ja. Perfekt. In der hat mich gekillt. Wie, der killt er? Kampf ist auch? Warte mal, der hatte eine Kampfattacke hier. Mein kleines Trampeltier. Obwohl, Kampf müsste neutral sein wegen Boden. Man weiß nicht genau. Oh, ging so mittelmäßig. Ich weiß nicht, wie viele Pokémon er noch hat. Das ist das Problem. Amoroso. Donnerschlag ins Face. Ja, läuft ganz gut bis jetzt. Ui. Wenn er ihn jetzt nicht wegmacht.
Nee. Aber ich mach dich jetzt weg. Verdammt. Jawohl, ich hab ihn geschafft. Nice. Kannst du halt einmal so. Swimming will help me forget this defeat. Du hast 100 Pokédollar von Gilbert erhalten. Oh, das war gar nicht der Boss, oder? Doch, müsste eigentlich. Ich weiß nicht, welcher mich gerade angegriffen hat, weil ich habe keinen Dings gekriegt, kein Abzeichen. Kann nicht der Boss gewesen sein. Wer hat mich denn da gerade angegriffen? Schade. Wer ist Gilbert? Wer von euch Spackos ist Gilbert? Ja, das ist Gilbert hier, der links daneben. Oh. Schade. Ich habe mich gefreut, dass ich den geschafft habe. Okay, deswegen ist er nämlich auch nur auf 40. Wahrscheinlich wird der Gymleader richtig abfuck sein jetzt. Ich glaube auch. Ich probiere das jetzt. Und der, ich glaube, den muss man auch angreifen, der greift nicht von selber an. Das kann sein, ja. Ich probier's mal. Ich will mal gucken, was der für... Boah, Level 50. Brokkolos. Stein. Ich habe natürlich jetzt den falschen vorne. Das ist scheiße. Kann ich noch flüchten? Oh ja, kann ich. Sehr gut. Kann noch flüchten. Okay, dann nehme ich nämlich jetzt den... Mach ich jetzt mit Turtok an. Du hast... Einmal pro Minecraft-Tag herausgefordert werden. Ah, oh nein, jetzt muss ich einen Minecraft-Tag warten, bis ich den wieder angreifen kann. Den ja, dann klopp ich, ja, dann klopp ich mich so lange mit dem seiner Kumpels hier zum Trainieren. Oh, den kann ich auch nicht angreifen? Habe ich den schon angegriffen? Hä? Jetzt bin ich aber verwirrt. Ne, du weißt schon, ich hab dich angegriffen. Ah, geht echt nicht. Okay. Mist, Mist, Mist. Gilbert. Gut, dann heile ich mal und probier den Oma. Dann kämpfe ich mal mit die anderen. Wie viel hast du geschafft bei dem? Bei wem? Bei dem Gymleader. Gar keinen. Ich hab das nur, wollte nochmal neu anfangen, weil ich das falsche Pokémon vorne hatte. Und dann, ja, hat der mir gesagt, ich kann erst nach einem Dingstag wieder. Brokkolos hatte der vorne, ne? Das erste war, was er hatte, Brokkolos, ja. Stimmt. Ist die Pokéball oder Maui? Der hatte nicht Schwierig. Viel. Mal mit MC Pokéball rein. Und hauen direkt einen Nahkampf raus. Die haben immer Dingens, ne? Ja, die haben immer solche. Ja, perfekt. Guck mal hin. Das passt. Können wir direkt ein Tempo-Hieb rausbuttern. Parallel. Ja! Weil er einen Groudon hat, natürlich! Ey, what the fuck? Alter. Ist dieser Map? Ja, GG, das schaffen wir nicht. Wie soll man einen 57er Groudon wegmachen? Oh Gott. Ich hab noch nicht mal ein Wasser-Pokémon. Also, keine Chance. Oh Gott. Ich glaube, da müssen wir später nochmal wiederkommen. Wow. Der Nassschweif macht ja richtig Schaden. Hm. Ja, es ist unschaffbar. Das schafft man nicht. Da muss man ja wirklich ein Team aus Legendaries haben. What the fuck? Roman Keldeo oder so. Dann sollten wir vielleicht mal in die Wüste gucken oder auf die andere Insel da. Weil hier kommen wir ja anscheinend nicht wirklich. Nee, das schafft man nicht. Nie im Leben. Zu Potte. Ja, Geofissur. Ein One-Hit-KO-Move. 30% Chance zu treffen. Und er trifft natürlich beim ersten Mal. Ja, klar. Spiel, ey. Verarschen. Kannst dich alleine. Plasma-Fäuste? Das klingt cool. Das ist sein Signature-Move. Ist mega stark. Ah, was nehme ich dafür weg? Standpunkt, alles. Okay. Ist scheißegal. Alles. Okay, alles weg. Plasma-Fäuste. Er heilt sich auch noch, also. Das ist der Plasma-Fäuste, du Mistvieh. So weg. Das ist ja super unfair. Was für Groudon, ey. Blödsinn. Wer bist du? Ein Typ. Okay.
So ein Typ. Zack. Obwohl Julian das hier ganz gut gemacht. Der hat wohl Luna. Was habe ich gemacht? Der Julian macht das ganz gut hier. Ja, auch die ganze Zeit Solarstrahl eins. Despota? Ja, Shiny Despota. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Shiny. Euch? Ihr seid doch einfach nur dumm, Alter. Die sind nicht ja, dumm. Mega ja. Auch noch. Natürlich. Immer rauf, immer rein. Ja, es muss doch auch interessant bleiben. Es ist doch lustig. Es ist überhaupt nicht lustig. Was soll man denn dagegen machen? So weiß dumm, ich nicht. Ey. Ich hab keine Ahnung. Andreas, du machst das. Ja, Andreas. Nein. Potenzo. Ach so. So, ich flinche ihn jetzt mit Biss zu Tode. Jetzt bin ich kaputt. Ah, schade. Soll ich mal reinbeißen? Nee, funktioniert nicht. Okay. Ah, hier ist ein Heiler. Tot. In dem Haus hier. Ja, ich bin noch am Kämpfen. Ich nehme den da. Da-da, da-da. Ich glaube, der kann. Flexer. Mhm. Onyx. Oh, jetzt habe ich natürlich kein Dings mehr. Was ist denn gut gegen. Ach, der hat auch Kampf, stimmt ja. Stein. Ach, ich weiß es nicht. Oh, okay. Tragosso hat der auch, wie süß. Haben wir auch schon. Ja, haben wir noch nicht. Tragosso, was ist das denn? Amoroso. Ich sehe es gar nicht. Steht in ihm drin, glaube ich. Ganz klein. Ach Gott. Okay. Executor. So. Was mache ich denn? Jetzt gehe ich auf Nahkampf. Oh, ich bin völlig fertig von dem Kampf gerade. Oh Mann, ey. Wir wissen ja, wo wir alles Mögliche kriegen. Wieso gehe ich nicht auf Spukball? Oh, was mache ich denn hier für Blödsinn? Wer hat mich jetzt angegriffen? Ben Grant hat mich angegriffen. Brokkaiman. Und die Vorentwicklung von Rabigator. Also auch Boden. Oh, ich dachte, er wäre weg, aber weiß ich nicht. Ja, ich sehe. Aeropterix. Fluggestein. Ja, das ist, Flug ist nicht gut gegen mein Dingens. Fluggestein. Das ist kacke, dann ist er eigentlich immun gegen Elektro und gegen Stein. Nee. Nicht? Stein kannst du einsetzen und Elektro auch. Okay, cool. Nur Boden ist immun gegen Elektro. Ach, stimmt, genau. Da war ja was. Britzel. Ah, oh, nicht ganz, aber fast. Schön verbrezeln. Ein Golem. Nochmal verbrezelt. Das ist Irokex. Einfach drauf. Das ist eigentlich nicht viel gebracht. Egal, haben wir nochmal drauf. So. Miltang. Das macht nicht gerade viel Schaden. Drauf. Miltang, wer braucht denn noch hier EP von meinen Jungs? Ja, du da. Zum Bleistift. Maui. Er flext hier durch die Gegend. Ein Tragosso. Fähig. So, jetzt haben wir den auch gedingst, geplättet.
Ich hab auch nur noch 2 jetzt. Ich glaube, ich habe rundherum, bis auf den einen, den du gerade gemacht hast, habe ich jetzt schon die meisten gemacht, glaube ich. Jetzt kommt Musik? Willst du mich verarschen? Okay. Drifling. Gegen wen hast du denn gerade gekämpft? Gegen links von mir. Also ich bin noch einmal rein umgegangen. Okay. Was mache ich hier eigentlich? Was bist du für eine? Natürlich. Was machen wir jetzt? Tschüss. Das da? Tschüss. Okay, das bringt's schon mal nicht. Tschüss. Alter. Treib doch nicht so. Tschüss. Robert. Tschüss. Ja, die Rocket-Rübe sind ziemlich geil, wenn man ein Elektro-Pokémon hat. Jo. Nur der Boss nicht. Der Boss ist ein Armleuchter. Armleuchterus. Leuchterus Armus. Was ist das für eine Versammlung? 4 Pokémon auf einer Stelle. Glutexo. Der macht mich jetzt fertig, oder? Ja, macht er. Mist. Oh. Da habe ich mir die Taste abgerissen. Fuck. Arno. Ich gehe sehr daneben. Ich habe beim normalen Pixelmon übelstes Vulkanum im frohen Wesen, also im perfekten Wesen. Gefunden, so einfach. Hab ich mal gefangen, einfach so und ja. Gleich geguckt, was für ein Wesen hat. Hm. Was ist das denn da? Das ist eine Kuh. Hitmonlee! Ich fange mir noch einen Hitmonlee. Das kann ganz gut gehen, ja, aber kann sagen. Das Kabutops. Kabutops war fossil, ne? Kabutops. Ja. Gestein, Wasser. Hitmonlee. Holy shit. Gestein, Wasser. Hitmonlee. Flammenwurf. Noch nicht. Windstoß wird's manchmal nicht. Wie groß ist denn das Viech? Ich könnte ja auch mal ein bisschen reinzoomen. Passt clever wäre. Ich bin's nicht. Aha. Perfekt. Das war's mit dir. Conny. Konter. Als wieder Tag wird, müsste eigentlich wieder der Boss bekämpfbar sein. Eulenhelm, das ist nice. Eulenhelm, hau ich mal auf Driftloon, oder? Wir hätten die beste Verteidigung. Wo bist du denn hingegangen? Nur ein Stück weiter außerhalb, weil da ein Ultraball war. Achso. Hier läuft ein Kickli rum. 75. Oder ist ein Kickli? Ja, Kickli. 45, ist ja nichts. Hä? Und es kommt natürlich zu mir, das Kickli. Oh, da ist Nocturne. 60, 91. Bäh? Ja, ich glaube, wir hauen das mal auf Maui drauf. Machen wir so. Geht doch. Das ist, glaube ich, geil. Ja. Ich will mal hier rumgucken. Die Bäume sind auch cool hier irgendwie. Nasgnet rennt hier rum. Nasgnet. Zoro-Kicks. Lass mich da durch, Mann.
So, was hat er da gesehen? Oh, da ist noch ein Nacktschan. Hab ich doch vorhin gesagt. Das sind ganz viele Nacktschan. Patronenhieb. Ah, jetzt habe ich keine Statusattacke mehr, flüchtig. Hast du schon wieder gegen den Boss gekämpft? Nee, das schafft man doch auch gar nicht. Wie soll ich denn gegen den Boss kämpfen? Ich würde es nur mal probieren, glaube ich. Soll ich probieren? Ja, du oder ich. Egal. Ich will probieren. Aber was? Ich weiß nicht, ob du was gegen Grow dann machen kannst. Du musst den Tutok für aufsparen. Ja, Tutok aufsparen, stimmt. Was machen wir denn dann? Dann machen wir das. Fangen wir halt so an. Ich probiere das jetzt einfach mal, wenn wir es sehen. Denk dran, sein erstes ist Bokolos, ne? Also Gesteinboden. Macht es dann Sinn, mit Gardevoir anzufangen? Nee, ich denke nicht. Ah ne, ist nur Gestein. Nur Gestein. Was hat Turtop nichts Effektives sonst? Boden? Das ist doch Boden? Pampos. Pampos kannst du anfangen. Pampos, okay. Das ist halt wirklich extrem schwer. Oh. Hä? Achso, er will auch nochmal kämpfen. Na gut. Ja, wenn ein Tag rum ist, dann... So, das war der. Ich würde jetzt nicht rauswechseln. Einfach mal machen. Einfach weiter rein, ja. Mit Boden. Mit Boden. Ja, deswegen. Wäre es jetzt nämlich rausgewechselt, hätte Turtok nämlich den Hit abbekommen. Das wäre nicht gut gewesen. Tja, das war Turtok. Ja, das ist halt... RIP, ne? Das war... Nö, der macht mich immer fertig. Ja, das ist halt heftig. Ein 57er Groudon. Was denkt sich der Macher? Ich weiß es nicht. Also ich hatte halt Glück, oder ich habe halt Glück, dass er gegen meinen Drifloon irgendwie nur Solarstrahl einsetzt, was wenig abzieht. Dadurch könnte ich das vielleicht schaffen. Aber wer weiß, danach kommt halt Mega-Despotan, ne? Ist halt genauso sick. Also verstehe nicht, wie man es machen soll. Ja, das kannst du knicken. Gar keine Chance. Ja, da braucht man wirklich ein Team aus Wasser-Pokémon. Sonst kriegen wir das nicht hin. Zen-Kopfstoß. Oh, wieso nicht? Blick weg. Nein, nicht Folterknecht. Ja, das ist schlecht. Der Beulenhelm verrichtet seine Arbeit. Arbeit. Na gut, dann probiere ich nochmal und dann... Hier ist ein Gofa. Auch schon gesehen. Dann, ja, wieder mit MC Pokéball an den Start. Pitora. Und direkt der Nahkampf rein. Natürlich trifft er viermal. Sicherlich, ey. Dann mit Drift und schneller ist die Frage. Müssen wir. Yes.
perfekti, perfekt. Ah, jetzt haut er direkt. Testbutter raus, ja, ist schon RIP, würde ich sagen. So. Muss ich direkt auf Maui gehen. Gegenstoß sieht nichts ab. Der hat auch einfach Überreste. Wie geht das eigentlich? Ah nee, ach nee, Quatsch, mein Dings fällt. Ich guck mal, wie viel Giga sauber macht. Hau ab mit deinem Drecksgegenstoß. Das macht gar nichts, ey. Scheiße, ey. Hm. Naturzorn. Nochmal Gigasauger. Mhm. Gigasauger, keine Ahnung. So, der setzt bestimmt Erdbeben ein, deswegen gehen wir auf Julian. Oh, ein Glück, Alter. Das ist ja das schon wieder probiert. So ein scheiß K.O.-Move, ey. Dass ich gewechselt bin. Drecksack. Ja, und da setzt er irgendwie immer nur Solarstrahl ein. Weil er irgendwie dann nicht, damit nicht um kann, dass der Schweben hat, ne? Macht Windstoß mehr. Ja, genauso viel. Ach, scheiße, ey. Das schaffe ich gar nicht. Oh, ich hätte direkt auf Amnesie gehen sollen. Scheiße. Ja, natürlich kommt jetzt der Volltreffer. Ey. Dieses Drecksspiel, echt. Ah, das Sonnenlicht ist weg. Die Sonne ist weg, das ist gut. So. Driftland. Das sieht gut aus. Driftland. Na, darf man nicht. Punifras. Punifras? Ich sehe das gar nicht. Was ist das? Ist das so klein? Ja, ist bei ihm an den Beinen. Ach, da unten. Ach Gott. Ja, ich kann im Zuschauermodus nicht wirklich die Kamera bewegen, leider. Ist das nur. Ich weiß, ich habe das noch nie benutzt. Das ist, glaube ich, noch nie gefangen, keine Ahnung. Ist es nur Feuer? Das klingt nach Feuer. Ja, ist nur Feuer, okay. Ja, ich bleibe mal drin. Einäschern. Ist ja gar nichts ab. Aber es speziell ist wahrscheinlich. Julian! Julian kann das machen! Marowak. Knogger. Hm. Das Gute ist halt bei Driftoon, er fliegt halt, ne? Er kann keinen Erdbeben einsetzen. Marowak. Mhm. Ja, bei let's go. Was hat er eingesetzt? Schon die Erdbeben. Muss mich die Regierung um die Ohren geschmissen. Mal wieder. Ach so, meine Cam bewegt sich so. Hä? Oh, jetzt hat sie mich rausgeschmissen aus dem Spiel. Ja, weil ich gewonnen habe. Ha! Well, you certainly showed me. No to go take care of those Team Rocket guns. You already cleared them out? Great. Nee, haben wir nicht. Oh, jetzt ist das Gespräch weg. Ah, hier kriegt man wenigstens vernünftige Attacken. Nicht so wie beim normalen Pixelmon. Hier kriegt man nämlich Erdbeben. Ja, nice. So, willst du meinen Julian haben und es nochmal probieren damit? Weiß ich nicht.
Oder erstmal Feierabend. Ja, erstmal Feierabend. Machen. Ich probiere das zum anderen Moment nochmal. Aber ich glaube nicht, dass die Leute mir jetzt auch nochmal extra zugucken wollen, das gleiche nochmal zu machen. Okay. Ja, liebe Leute, wir haben es geschafft. Da will nochmal wer kämpfen, aber nee, ich habe eigentlich keinen Bock. Na gut. Machen wir jetzt Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal müssen wir mal schauen, dass du das hinkriegst. Mhm. Vielleicht machen wir es auch offscreen. Je nachdem, wie du das machen willst. Mal gucken. Gucken wir mal. Und dann müssen wir immer noch diese Rocket-Rübilder wegkriegen, den Boss. Ja, die sind ja noch heftiger als er hier zum Teil. Also, ja, obwohl. Nee, die sind nicht noch heftiger. Aber ein bisschen Level müssen wir schon noch dafür. Aber also für mich war das schon heftiger, weil jetzt durch Julian, der hat das ja richtig durchgecarried hier. Bei Groudon. Driftlon auch noch, ne? Ich fass es nicht, ne? Du hast da voll das mega legendäre Dinosaurier-Ding da rumstehen, riesengroß. Da kommt so ein kleiner Luftballon an, ich mach dich für dich. Ja, ist halt echt. Boah. Gut, liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.